Wort Mini umschreibt schon lange nicht mehr die Fahrzeuge der gleichnamigen Marke. Groß geworden sind sie, die kultigen Flitzer, in den letzten Jahren. Und nun kommt der Cooper auch erstmals als Fünftürer. Der fünftürige Sprössling aus dem Hause BMW meint es ernst. Im Kleinwagensegment setzt er gleich mal Bestmarken in puncto Kopf- wie Beinfreiheit sowie beim Kofferraumvolumen mit 278 Litern. Charakteristische Designmerkmale wie der Hexagon-Kühlergrill, die Scheinwerfer und Heckleuchten mit ihrer breiten Chromeinfassung zeichnen das Bild des klassischen Mini. Dach- und Außenspiegelklappen können auf Wunsch und ohne Aufpreis in Kontrastfarben lackiert werden. Zum Marktstart gibt es 4 verschiedene Motoren, je 2 Diesel und 2 Benziner. Der kleinere Benziner besitzt hierbei schon stolze 136 PS. Doch wer das rote S am Heck haben möchte, bekommt sogar 192 Pferdestärken. Bei den Dieselmotoren gibt es den bekannten Dreizylinder mit 116 PS und jetzt neu einen Vierzylinder Twin Turbo mit 160 PS. Das berühmte Go-Kart-Feeling, was man jedem Cooper hinterher sagt, verspricht Mini auch beim neuen Modell. Die verschiedenen Fahrmodi mit Sport und Green beeinflussen die Gaspedal-Kennlinie und das Automatikgetriebe passt seine Schaltvorgänge ebenso an den entsprechenden Modus an. Vollkommen erneuert. Das riesige Instrument in der Mittelkonsole, was bislang als Tacho fungierte, bleibt weiterhin ein Blickfang. Doch nun mit LED-Ring und einem bis zu 8,8 Zoll großen TFT-Display mit Navigationssystem und vielen weiteren Extras. Der neue Mini trumpft mit Fahrassistenz made by BMW. Hier erhält der Kleinwagen auf Wunsch sogar ein Head-Up-Display, Personenerkennung und ein Fernlichtassistent. Der Cooper S bietet dem Fahrer mit 192 PS bei einem maximalen Drehmoment von 300 Newtonmetern bei Overboost viel Fahrspaß. In 6,9 Sekunden schafft man es auf Tempo 100, die Beschleunigung endet erst bei 230 km/h. Mini gibt den Cooper S mit einem Durchschnittsverbrauch von 6 Litern an.